Das nächste, der Gizmo, bitte. Okay, ich rede lieber frei. Deshalb freies Mikrofon. Servus die Leiden. Servus die People. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass auch wieder die Orga funktioniert. Schön, dass ich ein Mikrofon in die Hand bekommen habe, das ziemlich nass ist. Okay. Hat jemand ein desinfizierendes Tuch für mich, für das Mikrofon? Nein, okay, lassen wir das. Okay. Schon kommen die hilfreichen Hände. Wunderbar. Welch solidarische Gesellschaft wir hier sind. Ja? Einmal für Solidarität. Wunderbarer Punkt. Da muss ich jetzt mal wieder auffordern. Bitte ein kleines Au und einen Applaus für Solidarität und die ganze Scheißhacken. Ja? Gut, ich darf nicht rauchen. Nein, ich schmeiße die jetzt auch nicht auf den Boden. Die lasse ich jetzt in der Hand. Ein bisschen an was wollte ich erinnern. Wir haben, oder Deutschland hat jetzt einen Mauerfall zelebriert. 25 Jahre Mauerfall. Und dummerweise ist der 9.10. Wir haben heute den 10. auch das Datum der Reichspogromnacht. Ja, und dieses komische Datum 9.11. erinnert ein bisschen auch an 9/11 und an den Krieg, an den Terror. Ja. Also, später. Geht schon. Ich halte meinen Abstand und mein Immunsystem ist halbwegs robust. Geht schon. Wir sind da für eine solidarische, friedliche Gemeinschaft miteinander. Es geht um Frieden und es geht nicht darum, dass sich die Leute aus irgendwelchen Flügeln, ob rechts oder links, ob irgendeiner Scheißbestrebung, irgendwie gegenseitig zerfleischen. Es geht um das Miteinander, es geht um die Solidarität, daran möchte ich euch alle erinnern. Wir mögen zwar manchmal unterschiedlicher Meinungen sein, ich kann mit Verschwörungstheorien oder Thesen nicht viel anfangen, bitte kommt mir nicht mit Chemtrails, bitte kommt mir nicht mit anderen Dingen. Ich bin da als Mensch, der den Frieden hochhält. Und gerade jetzt bei den Mauerfallgeschichten haben wir die Erinnerung an die Friedensmahnwachen, die damals in der DDR stattgefunden haben und die den Mauerfall vorausgesehen haben, jede Woche vorausgelebt haben und die das Volk daran erinnert haben, auch in Erinnerung an den Million Mask March, dass wir gemeinsam stark sind. Es wurde auch beschworen letzte Woche auf eine sehr merkwürdige Art und Weise bei dieser, ich sage jetzt einmal, Anti-Islamschulen-Kundgebung der FPÖ. Auf der bin ich übrigens angestänkert worden als Linker, als Verräter und bla bla bla. Auf der anderen Seite war die Gegendemo relativ konstruktiv und insgesamt war es friedlich. Friedlich, darum geht's. Ja? Ich bin auch der Veranstalter von der Peace Parade und wir meinen das mit dem Frieden und mit dem Peace ernst. Nicht gegeneinander, miteinander, ja? Gemeinsam. Trotz aller Unterschiede, wir finden einen gemeinsamen Nenner. Ich bin... Danke. Wenn man sich den politischen Kompass anschaut, links, rechts, den lehne ich irgendwie ein bisschen ab. Eigentlich bin ich da ziemlich linksliberal. Links, rechts, eigentlich bin ich vorneweg. Ich bin zukünftig. Wir alle sind eigentlich in der Zukunft. Wir wollen nämlich alle miteinander gemeinsam gescheit leben. Das ist der liberale Aspekt, den ich habe. Ich höre mir alles an, was jemand zu sagen hat, solange er nicht extrem ist. Solange er nicht gegen irgendwen anderen ist. Das Wichtige ist, für etwas zu sein. Das ist das aller Wichtigste. So, wir werden uns auch weiter ein paar Aktionen machen. Ich hoffe, dass wir uns einig werden für den 6.12. mit den ganzen Events. Ich sage euch gleich eins, wenn wir das unterstützen mit der Anlage, Sachen und bla bla, das Einzige, was ich nicht will, und garantiert nicht will, ist dort irgendein rechter Scheiß, irgendetwas Verhetzendes, irgendein Kack, der gegen jemanden ist. Ja, dagegen sprechen wir uns absolut aus. Ja? Also wir sind gerne für etwas. Und auch kein linker Scheiß. Auch kein linksextremistischer Scheiß. Ja?
Ich brauche weder fliegende Pflastersteine von links, noch irgendwelche hetzenden Typen von rechts. Ja? Wir sind Mitte, wir sind vielleicht links oder ich bin vielleicht links, aber gegen irgendwelche linken Idioten, die aggressiv sind, unseren Hass, den können sie haben, darauf scheiße ich einen Stutzen, ja? Weil keinen Hass werde ich niemals, nie nicht unterstützen, ja? Wir haben die Alternative gefunden, unseren Bass, den können sie haben. Und reagiert euch gefälligst mit der Musik ab, ja? Und schickt sie mal, ja? Reagiert eure Emotionen, eure Ablehnungen mit euch selber ab. Findet eine Lösung, findet ein Ventil. Das Ventil sind niemals andere Menschen. Weil wir sind alle Menschen und wir sind alle gleich. Redet mit einem Rechten genauso wie mit einem Linken. Redet mit einem Menschen, der nicht eurer Meinung ist, genauso. Täuscht euch aus. Ja? Hört einander zu. Zuhören ist was ganz Wichtiges. Und sich die Mühe geben zu verstehen, warum denkt er so? Warum redet er so? Warum hat er diese Meinung? Was ist sein biologischer Unfall? Was ist in seinem Leben passiert? Welches Leid hat er erfahren, dass er diese Meinung hat? Das sind so unglaublich wichtige Dinge, die uns für das Miteinander und das Miteinanderleben so sehr fehlen heutzutage in unserer Ellbogengesellschaft. Es geht nur noch ums Geld, es geht um, wer kennt noch seine Nachbarn? Trauerkleider. Das sind aber alle Menschen mit unseren Fehlern. Und wo Menschen sind, da Menschels. Und da erinnere ich euch dran, lasst bitte keine rechten oder linken Polemisierungen zu. Seid Menschen und bleibt in der Mitte. Und bleibt solidarisch, menschlich, herzlich, leidenschaftlich. Das ist das, warum ich da bin. Das ist dafür, wo ich einstehe. Und dafür, wo wir auch bereit sind, etwas zu unterstützen. Extremismen lehnen wir ab. Dankeschön.